Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zu Corona TV am 5. August. Es ist Nachmittag am 3:30 Uhr. Ich sage nur eins: Lambda. Nein, das ist kein Nachfolger vom Lambada-Tanz, sondern es ist eine neue Virusvariante. Wow, also der Virus, also der hat es ja wirklich in sich. Also der ist jetzt so fleissig. Also, was ist jetzt etwa die 6., 7. Mutation? Und es wird wieder Panik verbreitet. Und in den Medien steht wie genau das Gleiche, wie immer auch, er ist noch gefährlicher. Jawohl, einfach zum dran denken. Alle anderen sind Nebensache, der ist jetzt gefährlicher. Und es wundert mich nicht, dass irgendwann mal die Herrschaften, die Möchtegern-Spezialisten und Experten von Taskforce und BAG, auch plötzlich wieder ihren Senf dazugeben mit dem Standardsatz: er ist doppelt so schlimm und gefährlich. Und die Medien schreiben, er ist noch gefährlicher. Das ist bei jedem genau das Gleiche. Jedes Mal, wenn eine neue Variante kommt, er ist noch gefährlich. Ja. Leute, es ist wahnsinnig. Also, merken die eigentlich die Medien nicht? Oder eigentlich die Herrschaften, dass immer weniger Leute eigentlich denen etwas glauben? Oder? Ich meine, wenn ich jetzt gerade das Ding sehe, man kann immer so in 20 Minuten kann man so wieder eine Umfrage mitmachen. Und das sind über 70% haben geantwortet, ob es die Besorgniserregnis ist von dieser neuen Variante, und 70% sagen nein, eben. Also, ich habe also, eben, Leute, wenn ihr gesund bleiben wollt, wie ich das schon ein paar Mal gesagt habe, lebt ausgewogen, esst ausgewogen, lebt gesund und dünnt euch nicht wahnsinnig machen ab diesen Halbschlauen da. Es nützt nichts, es bringt wirklich nichts, es bringt nichts, oder? Und am besten ist eben, man tut einfach nicht mehr über das studieren, weil wenn ich jetzt wieder heute Morgen gesehen habe, ich bin zwar relativ müde gewesen, aber gleich, wie die Leute wieder sich benommen haben und wie sie sich teilweise festklammern im Zug, aber mit der Jacke alles drum und dran, oder? Damit sie keine Stangen müssen anlangen und wir Lokführer, wir machen uns die Hände dreckig. Die sind psychisch gestört im Kopf, aber wirklich, man kann es nicht anders sagen. Wahnsinnig. Aber jedenfalls eben, also innerhalb von einem Monat sind es jetzt eigentlich schon 3 Varianten, Delta-Varianten. Interessanterweise hört man von dem West Nile hört man nichts mehr. Komischerweise. Irgendwie ist der Virus vielleicht irgendwo im Boden versunken. Oder? Aber eben, jetzt daran denken, der aktuelle heisst Lambda. Kann man sich gut merken von damals, von Lambada aus den 80er Jahren, von Kaoma, der Tanz, was damals war. Aber eben, hat nichts miteinander zu tun, gell, Leute. Nicht, dass sie dann plötzlich dann Lambda gehen tanzen und das ist dann ein Virus. Eben, man kann sie wirklich nicht mehr nennen. Aber müssen wir schauen. Nächste Woche kommt sicher nochmal ein anderer. Ja, der ist ja so fleissig. Ja, aber Leute, ich habe noch etwas wollte sagen. Ich weiß nicht mehr, was etwas ich noch sagen. Ah ja, übrigens, gestern im Tele Zürich. Jetzt will ja Taskforce, dass alle, die von der Ferie retour kommen, sich testen lassen. Auch die geimpft sind, die keine Symptome haben, alles drum und dran, sollen testen. Wisst, ich finde das eine absolute Frechheit, weil ich weiss genau, was die vorhaben, die Verbrecher vom Taskforce. Wenn jetzt wirklich die alle gehen testen, ich gehe mal davon aus, es gibt sicher einige, die den Virus wahrscheinlich reinschleppen, dann werden die Fallzahlen so dermassen in die Decke aufschiessen, dass sie wieder eine neue Ausrede haben, dass wir nicht zurück in die Normalität gehen, dass wir weiter in dem Verbrecher Trump, nicht Trump, Trump, mit A, nicht U, ja,
weitergekutschiert wie vorher. Dass man grüßlich weiterhin in der Isolation sind, Diskriminierung, dass man angelogen werden, dann dass die ständige Heuchlerei, alles drum und dran. Das ist genau das Ziel. Und ich bin einfach, also ehrlich gesagt, eigentlich die sich testen lassen, die sollte man eigentlich schlussendlich errechnen, alles, also die ganze Wirtschafts- Desaster, das wir jetzt haben, also die Verschuldung, sollte man eigentlich diesen Typen in Rechnung stellen. Wirklich. Also, ja, ich meine, von, was ist das gewesen, am Anfang März oder April hat die Statistik herausgebracht, dass bis jetzt sich mal nur sind ein Drittel ist sich testen gegangen. Also, und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht mehr sind. Vielleicht ist es jetzt, ja, weiß auch nicht, vielleicht mehr, vielleicht 40%. Also, da frage ich mich, die restlichen 60% gehen ja nicht. Wie ich zum Beispiel, ich meine, ich bin am Arbeiten, erst wenn ich keine Zeit und keine Lust dazu. Ne? Da frage ich mich, was sind das für Typen, die müssten ja eigentlich jeden Tag das Wattenstäbchen in die Nase aufstopfen. Pass auf, nicht, dass es weit raufgeht, nachher kannst du die Hirnzellen verletzen. He? Aber jedenfalls, ja, das sind genau wieder genau die, die nachher, wo wir denen zu verdanken haben, dass wir immer noch nicht in der Normalität zurück sind. Oder? Damit die Verbrecher und Heuchler und Ignoranten wieder einen neuen Grund haben, dass wir nicht in die Normalität zurückgehen. Ja, das wird genau so rauskommen, müsst ihr schauen. Genau so. Und interessanterweise, auch jetzt sind wir noch nicht, 19. Juli ist ja England in die Normalität zurückgegangen. Die Fallzahlen sind ja steil bergab. Sie sind sogar aus der Risikoländerliste gefallen. Aha, also ist genau das. Wenn wir in die Normalität zurückgehen, wird alles von sich selber regulieren. Punkt. Nichts anderes. Es wird einfach zu heiß gekocht. Es wird einfach komplett übertrieben, was es eigentlich ist. Also Leute, ich wünsche euch einen ganz schönen Nachmittag. Und ab morgen haben wir wirklich ganz tolles Wetter. Geniesst das. Und wünsche euch einen ganz schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal.